Du. 5 Minuten haben wir noch, das ist doch ziemlich schön. Dann machen wir ein paar hässliche Spinnen kaputt. Die sind dann tot und Kartoffeln kommen aus Röhren. Das macht ziemlich viel Sinn. What the? Ich schieb's auf die Steuerung. Ich beschuldige den Jungler. Du. Der Jungler hat Schuld, er lässt die Spinnen rein. Und Kartoffeln aus Röhren auch. Mal ganz ehrlich, sie sehen doch nicht aus wie Piranhas, sie sehen echt aus wie Kartoffeln. Sei doch mal ehrlich, Leute. Nein! Spring in den Tod, komm. Oder tu es nicht, ist mir auch egal. Komm mal her. Komm. Hasta la vista. Und plopp! So. Und boing! Da oben ist so ein Cooper. Ich glaube, der hat sich einfach gedacht so, ich bin hier oben sicher, vielleicht kann ich entkommen. Vielleicht kann ich leben. Ich kann meine Frau und meine Kinder wiedersehen. Vielleicht hat er sich das gedacht. Vielleicht auch nicht. Die Welt wird es nie erfahren, was in diesem Cooper vorging. Wihi! Boing! Spinne! Heklige. Ich habe jetzt gedacht, ich sterbe, weil ich da oben gegen die Stacheln komme. Die sahen so tödlich aus. So überaus tödlich. Ihr wisst schon, tödlich und so. It's a deadly one. Komm mal her, Spini. Ja, und behalt deine Soundfehler bitte. Da habe ich ja gar keine Lust drauf, auf eine Spinne mit Soundfehlern. Wer mag sowas schon? Wihi! Stimmt ja, ich kann dir teabaggen. Du. Wihi! Nein! Volltreffer. Warum explodieren Koopas? Warum? Naja, okay, ich habe mir auch mal, fuck that! Ich habe auch mir auch mal, jetzt die letzten Tage mal den Super Mario Cartoon angeguckt. Oh mein Gott, Leute, tut es nicht. Tut es bloß nicht. Tut euch diesen Fehler nicht an. No shit. Es war grauenbar. Furchterlich. Und es war Brooklyn. Diejenigen, die das mal gesehen haben, wissen, was ich meine. Wow! Dieses Win-Win-Die-Die-Szenario. Wunderschön. Okay. Aber wir sollten das schaffen. Wir sind hier in der letzten Stage der dritten, der vorletzten Welt. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Nein, lass das, Stein. Lass das bitte. Und warum will ich da hoch? Jetzt komme ich da eh nicht mehr hoch, okay. Du, da unten sind viele Spinnies. Die lass ich in Ruhe, denn ich mag diese nicht. Uiuiui. Hui! Aha! Oh. Pilz wäre geil. Oh, Münzen. Münzen. Bah. Du. Okay, so viel interessiere ich mich noch wieder nicht für Münzen. Wie komme ich da jetzt hoch? Geht doch. Uah! Es bringt Soundfehler mit sich. Warum? Lass das. Ein Pilz wäre ziemlich geil. Hallo, ein Stein. Oh, fuck. Wisst ihr, ich glaube, ich nehme das jetzt komplett auf. Also am Stück. Und schneid's mir am Ende einfach zurecht in ein paar gleich große Happen. So kann ich gleich ein bisschen mehr rumexperimentieren, ob ich mit meiner Instant Fraps Mikroaufnahme auch Dings machen kann. Fuck you! Wisst ihr was? Ich mach das wirklich. Ich zieh das jetzt so, ich mach das komplett und schneid das dann in mundgerechte Häppchen. Sollte euch auch passen, glaube ich. Ich glaube, euch ist das sowieso egal. Fakt ist, ich möchte einfach nur testen, wie lange ich aufnehmen kann und hoffen, dass das immer noch delayfrei ist. Thank you, Mario. Oh, Daisy. Genmutation in eine Spinne. Also, Weehawk, ich weiß, was du mit deiner Chemiefabrik machst. Ich glaube, ich weiß, wo das Ganze hinkommt. Yo, geil.
Tanz den dicken Griechen! Tanz den dicken Griechen! Mm. So, das letzte Level, beziehungsweise die letzte Welt ist Super-China-Land. Und warum auch immer. Mit den wohl assigsten Gegnern, die es gibt, weil diese... Wisst ihr, ich sehe da ja so ein bisschen was drin, was viele andere vielleicht nicht sehen. Ich sehe da nämlich etwas sehr, sehr Böses. Das war scheiße. Nämlich, diese Chinesen können nicht sterben. Also entweder sind sie tot und sind demnach Zambies. Oder ich bin einfach blöd. Also wie gesagt, also entweder sind es Zombies. Oder einfach, es soll uns sagen, alter Asiaten und Chinesen sind so übermächtig, sie können einfach nicht sterben. Wenn das der Fall wäre. Er hat mich mit seiner Handkante berührt. Das sind so meine Theorien. Ich weiß, ihr haltet mich jetzt schon wieder für verrückt, aber ich weiß, das bin ich auch. Wihi! Okay. Ja, das ist auch, wie gesagt, letzte Welt hier. Letzte Welt. Letzter Part der letzten Welt. Ich wollte noch auf die Kartoffeln warten. So. Und irgendwie möchte man mir keine Pilze mehr geben. Das macht mich traurig. Ich bin eine trauernde Witwe. Uhuhu. Ach, Psychonauts. Hat später kein mehr von euch interessiert, wirklich. Das weiß ich noch ganz genau. Zu Anfang voll Hype, Hype, Hype und später, war irgendwie interessant mit anzusehen. Aber später war das Spiel auch irgendwie meh. Wir weichen vom Thema ab. Wir weichen vom Spielthema ab. Chinese. Nein. Okay, wenn ich sie jetzt da hätte runterspringen lassen, dann hätte ich... Wow! Wuhu! Dann wäre es draufgegangen. Das heißt offenbar, das einzige Hilfsmittel gegen einen Asiaten ist offenbar große Tiefen. Hat man uns schon mal bei Godzilla bewiesen und King Kong und all dem ganzen Kram. Oh mein Gott. Shiny Attack. Shiny Attack. Ich bin weg. Oh mein Gott. Klingt das nicht wunderschön? Nein. So, und dieses Bullet Bill, wir nennen es Frank und es wird für ewig in unseren Herzen bleiben. Es wird für ewig in unseren Herzen bleiben, in diesem Bildschirm. Und dann gehen wir weiter. Das wird eh nicht lange halten, das kann ich euch versprechen. Boing. Sie explodieren dann nicht, wenn man sie mit einer Feuerkugel abschießt. Soll uns das was sagen? Ich glaube ja nicht. Guten Abend. Also wenn ihr es jetzt an einem Abend guckt, habt ihr Glück, dann passt das nämlich. Wenn ihr es an einem Morgen guckt, denke ich mir, okay. Das war dumm von mir. Wuhu. Wow. Ich muss echt noch daran arbeiten. Das klingt nämlich echt nicht schön manchmal. Yay, Geld. Ich habe, glaube ich, gerade eine Kartoffel geröstet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das Level hier ist ja, er sagte, und ich glaube, dieses Level hier ist leichter. Und schon kamen komisch sich drehende Bällchen aus der Zukunft. Anders kann ich es mir nicht erklären. Zukunft. Unsere Erklärung. Für Japan. Zukunft. Wow. Wow. Yo. Ja, schon. Woo. Okay. Okay, komm, wir sind so gut bislang durch dieses eine Level hier gekommen, ne? Nicht einmal gestorben, ne? Nicht einmal hier, also hier nicht einmal gestorben, in dem anderen Level schon. Und, komm, das läuft so gut gerade. Komm schon. Yay! End of a line. Okay, das lief echt besser, als ich erwartet habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, das wird so eine 30 Minuten Let's Play-Geschichte, weil jetzt sind wir, glaube ich, in der letzten... Ich glaube, wir sind jetzt in der letzten Stage. Ich gehe nochmal leben. Yes. 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 Ja, jetzt sind wir im letzten Level, Leute. Wir sind ein Jumbo-Plane, warum auch immer. Ich habe, glaube ich, nicht das Gefühl, dass das was mit Asiaten zu tun hat. Glaube ich nicht. Malt euch selber euer Bild aus.
Ich gebe euch auch Buntstifte, wenn ihr mögt. Okay. Auf jeden Fall ist es schon die letzte Stage, also es wird echt so eine halbe Stunden-Sache. Das ist für mich eigentlich ein sehr guter Test, um einfach mal herauszufinden, so, wie lange kannst du denn aufnehmen, ohne dass es denn Delay voll wird? Wie lange kannst du am Stück suchten? Ohne dass du selber Probleme dabei hast. Leben! Geil. Ich schätze mal, auch höchstwahrscheinlich werden mir alle gesagt haben, ah, du hast so viele Extra-Leben vergessen. Ja. Passiert, ne? Oh mein Gott. Unverwundbarkeitsplane. Brrr. Geh kaputt. Man muss es ausnutzen, wenn man unverwundbar ist. Wenn man schon unverwundbar ist, sollte man das ausnutzen und wenigstens alles in seiner Umgebung umbringen. Auch das, was man anscheinend gar nicht umbringen soll. Geld. Oh ja, das tut jetzt gut. Das tut gut für die Ohren. Das schmeckt. Das schmeckt gut. Nicht. Oh, ah ja. Ich glaube, das war das einer der letzten Parts im Spiel. Ich glaube, viel kommt jetzt nicht mehr. Yay! Yay, 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 yay! Meins! Na, geh! Ja, die große Fist des Baums. Final Boss! Ist eine Wolke. Wunderbar. Mit die Vögel schießt. Ich meine, es ist Nintendo, es ist in den frühen 90ern, späte 80er, da ist sowas einfach mal legit. So, und jetzt letzter Boss. Ist ein großes Kriegsderbs. Was einfach, es macht auch nicht Aua, es macht einfach nur... Und ihr seht... Für unsere heutige Generation absolut kein Problem, aber für einen 6 Jahre alten Shadow eine absolute Herausforderung. Wie auch immer ich hierher gekommen bin, wer weiß das schon, ist mir egal. Thank you, Mario. Your quest is over. Ich geh jetzt weg, du bleibst auch nicht hier, du kommst mit. Und das sag ich mit meinem Raumschiff, das finden wir toll. Hat ja fast gepasst. Wunderschön. Das war Let's Plays. Oh ja, schön, ich habe einen Speed-Up-Knopf, sehr gut. Wer interessiert schon Credits? Mich nicht, Speed-Up-Knopf, fuck that shit. Und das war's mit Let's Play Super Mario Land, dem Testprojekt. Neue Let's Plays werden folgen. Warum ich flüster, wird niemals jemand erfahren. Bis zum nächsten Mal und lasst unsere Flamme weiter lodern. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.